Also wir sind von der ÖVP Otterkring Astrid Budk eben gebeten worden, uns um den Bereich des alten Ortskernes Otterkrings ein paar Gedanken zu machen. Zu diesem Zweck wurde eine Analyse durchgeführt, die uns sehr viele Dinge eben klarer gemacht hat. Ja, ich muss der Astrid Budk als Bezirksvorsteher-Stellvertreterin herzlich gratulieren in dieser Stadt als eine der großen Ideengeberinnen. Sie haben mit diesem Projekt Ideen für Otterkring etwas zustande gebracht, wo viele nur davon träumen können. Eine dieser gewaltigen Ideen ist ein alten, traditionsreiches Thema, nämlich den Wiener Wein wieder in Otterkring heimisch zu machen. Es gibt immer noch mehr Restbestände davon. Und die Idee ist hier im Karl-Kantner-Park, wo wir gerade uns befinden und wo die Ausstellung auch stattfindet, einen künstlichen Weinberg zu schaffen, einen Themenpark. Es gibt ja auch internationale Beispiele dafür, wie zum Beispiel der Parc des Citroën in Paris, wo es ums Thema Wasser geht. So könnte hier die Stadt Wien gemeinsam mit der ÖVP in Otterkring einen Themenpark Wiener Wein schaffen, wo alle Sorten, die es in Wien gibt, die angepflanzt wurden und werden, sozusagen zu sehen sind, zu befühlen sind und natürlich auch zu erleben sind. Das wäre mal ein anderes Thema, als immer nur den 7., 8., 9., 10. 0815 Park zu gestalten. Wir starten heute mit unserer Wanderausstellung, setzen wir den Dialog fort, den wir im Zuge unseres Ideenwettbewerbes mit der Initiative Zukunft Alt-Otterkring begonnen haben. Diese Wanderausstellung zeigt auf jene Beiträge, die in den vergangenen Monaten bei uns eingetroffen sind und sind eine Zusammenfassung dessen, wie viel Kreativität die Menschen in Otterkring haben und wie sehr sie bereit sind, diese Ideen auch einzubringen, um ihr eigenes Umfeld umzusetzen. Ziel des Ideenwettbewerbes war es, hier einmal zu schauen, was wünschen sich die Menschen für ihren alten Ortskern, Zukunft Alt-Otterkring. Und wir sehen, dass hier die Sehnsucht der Menschen ganz, ganz groß und stark da war, die ganz ursprüngliche Otterkringer Identität wieder zu stärken und für die Zukunft weiterzuentwickeln.